Gegnerin in dieser sehr lebendigen Debatte, Petra Nikolaisen für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Vorredner haben ja bereits sehr umfassend juristisch zu dem Gesetzentwurf der AfD Stellung genommen. Und ich mache es daher kurz und sage, der Gesetzentwurf geht inhaltlich gänzlich an dem vorbei, was uns in diesem Haus eigentlich beschäftigen sollte, nämlich gleichberechtigte Teilhabe in unserer und für unsere Gesellschaft in allen Bereichen und auf allen Ebenen. Und das heißt eben auch in politischen Parteien und hier bei uns im Bundestag. Denn, liebe Kolleginnen und Kollegen, Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist eine wesentliche Frage von Gerechtigkeit und Demokratie. Ein Blick auf den derzeitigen Frauenanteil im Deutschen Bundestag, das ist ja vorhin auch schon erwähnt worden, zeigt, dass es auch nach 100 Jahren Frauenwahlrecht noch keine gleichberechtigte politische Teilhabe von Frauen gibt. Wen wundert es? Der Vorschlag der AfD hilft uns bei dem, worum es im Kern wirklich einmal geht, nicht weiter. Er könnte sogar das Gegenteil bewirken und lässt, wie schon eingangs erwähnt, völlig außer Acht, dass innerparteiliche Regelungen zur Besetzung von Ämtern und Kandidaten gerade einen Beitrag zur Verwirklichung der tatsächlichen Gleichstellung darstellen. Nicht, dass ich nun unbedingt eine Freundin von Quoten oder Paritätsgesetzen bin. Das kann ja noch kommen. Aber ich bin auch noch nicht fertig. Die Erhöhung des Frauenanteils in Parteien sowie im Deutschen Bundestag muss vorangetrieben werden. Und über das Wie wird derzeit viel diskutiert. Der hier vorliegende Gesetzentwurf ist sicherlich keine Bereicherung dieser Diskussion. Es werden verschiedene Möglichkeiten angeführt, insbesondere auch eine verstärkte politische Beteiligung im Zuge einer möglichen Wahlrechtsreform. Und ungeachtet der Frage der Erforderlichkeit und der Umsetzbarkeit betreten wir damit allerdings ein komplexes und verfassungsrechtliches Spannungsfeld. Ein Vorschlag ohne eine verordnete Quote oder eine erzwungene Ergebnisgleichheit kommt von unserer Justizministerin aus Schleswig-Holstein. Danach soll jede Partei zwei Direktkandidaten aufstellen, jeweils eine Frau oder ein Mann. Wählerinnen und Wähler geben eine Erststimme ab und können entscheiden, ob sie die Frau oder den Mann wählen. Ich persönlich begrüße, dass diese Diskussion jetzt endlich Fahrt aufgenommen hat, und ich bin gespannt, wie sie sich weiterentwickelt. Auch unsere Bundeskanzlerin hat die Debatte angestoßen, verbindlichere Wege aufzuzeigen und fortzuschreiben, um Frauen in die Partei und damit in die Politik und somit letztendlich dann auch in den Bundestag zu bekommen. Denn wenn sich mehr Frauen in Kommunalkreis, Landespolitik und Landespolitik engagieren, könnte dies eine gute Grundlage sein, um Frauen die Bundespolitik schmackhaft zu machen und diese dafür zu gewinnen. Und es gibt ja durchaus auch wirklich gute Beispiele. Und ich führe an dieser Stelle meine Landesgruppe, CDU-Landesgruppe, an. Wir sind 4 direkt gewählte Frauen aus Schleswig-Holstein aus 11 Direktwahlkreisen. Und genau das ist der Ansatz, Frauen es schmackhaft zu machen, den ich am sympathischsten finde. Mir persönlich geht es darum, dass wir Frauen für Politik begeistern, und zwar auf allen politischen Ebenen. Als Volkspartei müssen und wollen wir diese gesamte Bevölkerung repräsentieren. Und diese besteht nun einmal nicht in unserem Land nur aus Männern, sondern auch zur Hälfte aus Frauen. Und lieber Kollege Amthor, eine Anmerkung sei mir an dieser Stelle gestattet. Wir unterstützen nicht nur als Frauen, wir machen Politik. Vielen Dank, Petra Nikolaisen.